3D-Drucker werden immer günstiger im Preis. Zuerst hatten wir den Pearl FreeSculpt, den gibt es schon ab 800 Euro. Jetzt gibt es einen, der noch günstiger ist, der DaVinci 1.0 für 600 Euro vom taiwanesischen Hersteller XYZ Printing. Wiederum handelt es sich um ein Fertiggerät mit einer ganz großen Besonderheit. Das Gerät ist bereits kalibriert. Es kommt ab Werk vorkalibriert. Damit ist der Abstand zwischen Plattform und Düse schon mal definiert. Das erleichtert die Bedienung ungemein. Eine weitere Besonderheit am DaVinci ist das Filament, das nicht auf Rolle geliefert wird, sondern in Kassetten. Die Rolle steckt quasi in der Druckkassette und Sie müssen nur noch die Kassette in den vorgesehenen Platz im Drucker stecken. Das ist auf der einen Seite sehr einfach, auf der anderen Seite sind Sie halt dann genau an dieses Filament vom Hersteller gebunden. Die Kassetten im Lieferumfang haben eine Füllmenge von 300 Gramm. Im Nachkauf erhalten Sie maximal 600 Gramm und die kosten dann 35 Euro. Dadurch, dass Sie nur die Kassetten vom Hersteller hernehmen können, kommt Ihnen ein Objekt relativ teuer. Das müssen Sie bedenken. Was auf der einen Seite einfach ist, ist auf der anderen Seite relativ teuer und Sie sind immer an den Hersteller gebunden. Mit dem DaVinci können Sie nur ABS-Kunststoff verarbeiten, der eben in diesen Kassetten geliefert wird. Wenn Sie jetzt maximal 600 Gramm Füllmaterial kaufen können, dann ist es eigentlich im Vergleich zu anderen, wie eben dem Pearl, relativ wenig. Da können Sie auch Kilorollen einkaufen. Wenn man bedenkt, dass eine 600 Gramm Kassette 35 Euro kostet, können Sie eigentlich für dasselbe Geld auch ein Kilo oder manchmal auch 1,5 Kilo bei anderen Herstellern erhalten. Insofern ist der DaVinci im Verbrauch teuer. Wenn Sie die Kassette mit dem Druckmaterial nun eingesetzt haben in den DaVinci, dann müssen Sie das Filament laden. Dazu brauchen Sie das Display und das ist eigentlich recht übersichtlich aufgebaut. Allerdings auch auf Englisch. Es gibt Utilities und Settings. Unter Utilities finden Sie dann auch den Befehl, das Filament zu laden. Neben dem Laden des Filaments können Sie noch andere Einstellungen machen und überprüfen. Zum Beispiel können Sie das Gerät kalibrieren, wenn Sie trotz der Vorkalibration nicht damit zufrieden sind. Oder Sie können Demo-Gegenstände, die auf dem DaVinci gespeichert sind, drucken. Dann brauchen Sie nicht immer über einen Rechner zu drucken. Oder Sie können den DaVinci sofort ausprobieren, wenn Sie ihn aufgebaut haben. Da der DaVinci keinen SD-Kartenslot hat, hängt er am Rechner und Sie drucken Ihre Objekte aus der Software. Die heißt beim DaVinci XYZware. Sie können sie von der beiliegenden CD runterladen oder die neueste Version aus dem Internet. In beiden Fällen ist es wichtig, dass sie im Admin-Modus geladen wird, denn wenn Sie anders installieren, wird der Prozess abgebrochen, jedenfalls bei uns im Test, mit dem Hinweis, dass Malware geladen wird. Wir haben sie schon mal auf dem Rechner und man sieht, dass sie eine schöne grafische Oberfläche mitbringt. Sie können Ihr Objekt angucken, rotieren, bewegen. Wir laden jetzt mal ein Objekt rein, unser Testobjekt. Das Objekt wird genau auf der simulierten Oberfläche, wie die Druckplattform ist, dann geladen. Es lässt sich rotieren, skalieren. Sie bekommen Infos zum Objekt, wie groß das Objekt ist, was es für eine Datei ist. Die Software versteht SDL-Dateien und ein eigenes Format von XYZ Printing. Der maximale Bauraum vom DaVinci liegt bei 20x20x20 cm. Wenn wir jetzt auf Print klicken, übrigens die Software ist auf Englisch oder auf Chinesisch, also wir haben uns dann für die englische Version entschieden, haben Sie eine Auswahl zur Druckqualität. Da geht es einfach nur Good, Normal oder Excellent. Wenn Sie Excellent, also hervorragend, auswählen, dann können Sie im Advanced-Modus dann nochmal die Schichtstärke einstellen. Minimale Schichtstärke sind 0,1 mm. Neben der Druckqualität können Sie auch einstellen, ob Sie mit einem Raft oder mit, also Raft heißt Hilfsplattform oder mit Hilfsstrukturen arbeiten wollen. Wenn Sie alles eingestellt haben und auf Print klicken, dann beginnt die Software den Slicing-Prozess, also die Berechnung der einzelnen Schichten für den Drucker. Und dieser Prozess ist bei dieser Software relativ flott erledigt.
Bevor man tatsächlich mit dem Drucken anfängt, bietet es sich an, den mitgelieferten Kleber zu nehmen und die Druckplattform einzuschmieren. Das erhöht die Haftung des Objekts auf der Plattform. Wir legen jetzt gleich los mit unserem kleinen Testobjekt, das je nachdem, welche Qualität Sie einstellen, unterschiedlich lange dauern kann. Im Normalmodus 37 Minuten, wenn Sie eine feinere Druckqualität einstellen, 48 und in der feinsten Auflösung dauert es über 2 Stunden. Nur damit Sie mal so einschätzen können, wie unterschiedlich das ist. Bevor der Drucker richtig loslegt, fährt die Düse auf der Druckplattform 3 Ecken an, um den Abstand zu checken. Also es gibt so eine minimale Kontrollfunktion vom DaVinci, ob die Abstände zwischen Plattform und Düse auch wirklich stimmen. Dieser minimale Kontrollvorgang des DaVinci sichert Ihnen eigentlich später den Erfolg Ihres Druckobjekts, obwohl er Ihnen vorher eigentlich Zeit kostet. In unserem Test war es so, dass der DaVinci diesen Sicherheitsvorgang nicht immer durchgeführt hat, sondern eigentlich nur bei den ersten 3 Objekten. Und dadurch, dass wir den Standard auch nicht verändert haben vom Drucker, hat er sich das dann später gespart. Wir können nicht genau sagen, ob da eine Systematik des Herstellers dahinter steckt. Auf jeden Fall dürfen Sie sich nicht wundern, wenn das mal nicht macht. So, und jetzt legen wir los mit dem Druck unseres kleinen Testobjekts. Unser Testobjekt ist fertig gedruckt. Wir hatten eine Prognose von ungefähr 37 Minuten für das kleine Sahnetöpfchen bei einer Druckqualität, die als normal in der Software angezeigt wird, also mit einer Schichthöhe von 0,4 mm. Wir nehmen es jetzt raus und ich kann gleich mal sagen, die mitgelieferte Spachtel für den DaVinci ist nicht brauchbar. Die ist viel zu elastisch und damit erreichen Sie gar nichts, um Ihr Objekt zu lösen. Wir haben es jetzt schon mal vorgelöst, dann nehmen Sie eine normale Spachtel und gehen Sie vorsichtig an das Objekt, damit es nicht bricht. Zur Druckqualität. Wir sehen hier, dass die beim normalen Modus die Schichten sehr stark erkennbar sind. Also wie der Drucker den Kunststoff aufeinander legt, das bleibt hier noch sehr stark sichtbar. Eine glattere Oberfläche erhalten Sie ausschließlich, wenn Sie die höchste Auflösung nehmen. Grundsätzlich ist aber der DaVinci nicht so wahnsinnig exakt in seiner Arbeit. Sie werden immer so kleine Löcher und Unsauberkeiten bemerken. Man kann da vielleicht noch was machen, ein bisschen rumexperimentieren. Nur an eine Druckqualität von einem teureren 3D-Drucker kommt der DaVinci wahrscheinlich überhaupt nicht hin oder ich sag mal sicher nicht hin. Insgesamt hat sich gezeigt im Test, dass der DaVinci ein Einsteigergerät ist, ein günstiges im Kauf für einen 3D-Drucker, für ein Fertiggerät. Er arbeitet nicht ganz so exakt, das muss man wissen, aber dafür ist er einfach zu installieren und bringt mit der Autokalibration wirklich ein Asset mit, das die anderen 3D-Drucker bis dato jetzt meiner Kenntnis nach nicht haben. Die Software ist sehr übersichtlich und grafisch aufbereitet, da kann man jetzt nicht meckern. Ein Kritikpunkt ist allerdings, dass das Material proprietär ist, also Sie kriegen es wirklich nur vom Hersteller. So wie er jetzt ist, der DaVinci, ist es fast schon ein Plug-and-Play-Gerät. Das ist für Einsteiger wirklich gut und man könnte sich vorstellen, dass es vielleicht was wäre für Schulen oder so Workshops, wenn Kinder was ausdrucken sollen. Dafür finde ich, ist er absolut gut geeignet. Wenn es um ganz exakte Prototypenherstellung geht, dann würde ich vom DaVinci eigentlich abraten. Dazu ist er nicht genau genug in der Arbeit.